Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Town of Light. Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht so richtig, was mich jetzt hier erwartet. Ich habe das Ganze nur empfohlen bekommen. Es sieht so ein bisschen horrormäßig aus. Ich weiß aber nicht, es soll wohl eher Richtung Mystik gehen, hat man mir gesagt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe leider die Musik nicht ausschalten können. Ich hoffe, dass es da keine lizenzrechtlichen Probleme gibt, dass mir da plötzlich die Videos gelöscht werden oder was weiß ich was. Wir werden auf jeden Fall erstmal ein neues Spiel starten. The Town of Light beruht auf einer wahren Gegebenheit und einer weitreichende Dokumentation über Geisteskranke und ihr Leben in Nervenheilanstalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Schließung dieser Anstalten. Der Inhalt des Spiels könnte jugendbeeinträchtigend sein. Daher ist es ausschließlich für Erwachsene, also Ü18, geeignet. Alle handelnden Personen und ihre Namen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig. In diesem Spiel sind die der Vergangenheit angehörigen psychiatrischen Einrichtungen Italiens zum Zweck der Dramatisierung künstlerisch frei dargestellt. Wir weisen darauf hin, dass die heutigen psychiatrischen Einrichtungen diesem Bild auf keiner Weise entsprechen. Wer glaubt, an einer psychischen Beeinträchtigung zu leiden, der sollte bedenkenlos zum fachärztlichen Hilfe bitten. Volterra, 1942. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott. Mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Die Realität wird immer dünner und ich habe keine Haut. Jeder Windhauch schmerzt entsetzlich. Ich dachte übrigens zuerst, das wäre die Synchronstimme von Alice gewesen, aber von Alice im Wunderland. Aber ich glaube, das war sie nicht. Beruhend auf einer wahren Begebenheit. Volterra, Toskana, 2016. Ist gar nicht so lange her. Und damit starten wir im Spiel. Ich schaue mal so ein bisschen zurück. Ich denke mal, da sollen wir wohl hingehen. Können wir auch sprinten? Nee, leider nicht. Wir schauen uns hier mal so ein bisschen um, damit wir wissen, was das so für eine Gegend ist. Das sieht wirklich nicht wirklich deutsch aus. Also das beruht ja auf italienischen Gegenden, haben die ja am Anfang geschrieben. Ich habe jetzt nur meinen Punkt. Und kann zumindest hier noch nichts anklicken. Okay. Was habe ich denn da gerade gesehen? Da ist ein Spielplatz. Springen kann ich auch nicht. Mich schneller bewegen auch nicht. Kann man hier irgendwie mit interagieren oder so? Anscheinend nicht. Oh. Okay, sie hat sich jetzt umgedreht. Das... Ach! Ist ja cool, okay. Also ich kann mich hier so ein bisschen auf die Schaukel setzen. Wir setzen uns einfach während des gesamten Spiels so ein bisschen auf die Schaukel und dann ist das Ganze ein bisschen beruhigender. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich wieder runterkomme. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, das ist doch schön, dass hier ein Spielplatz ist, aber der sieht schon ziemlich vergammelt und heruntergekommen aus. So wirklich Lost Places mäßig. Öffnen, schließen, benutzen. Linke Maustaste. Okay. Was das jetzt hier sein soll, weiß ich auch nicht. Das sieht mir so ein bisschen aus wie... Naja, eine Koppel, denke ich mir mal nicht, von irgendwelchen Pferden. Obwohl... Nee, das ist aber auch nichts von Pferden hier. Aber schauen wir mal rein. Ich meine, ich bin ja neugierig. Hier ist abgeschlossen, so wie es aussieht. Oder kann man das... Ah.
Ah, okay, ich komme hier rein. Taschenlampe an, aus. Okay. Muss ich mir merken, dass das mit F ist, nicht mit T. Gut, so dunkel ist es jetzt hier eh noch nicht drin. Scheint hier so ein Vorratsraum irgendwie zu sein. Die kann man sich angucken. Also es wird wohl nicht angezeigt, was man sich angucken kann. Das finde ich ein bisschen doof. Ja. Es wäre schön, wenn ich das noch weiter drehen könnte. Ich wollte es drehen. Ich wollte es jetzt nicht. Ich kann das auf jeden Fall zoomen. Also ich denke mal, dass das vielleicht dieser Ort hier sein könnte. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Was ist das hier für ein Bild? Mit Kühen drauf. Also ich kann es irgendwie nicht umdrehen. Schade. Ich dachte gerade, da hinten ist ein Dinosaurier drin oder so. Guilia K. Voll der Trauer, doch gestürzt durch den Glauben, überbringen Mütter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha die traurige Nachricht. Die Trauerfeier findet am Sonntag, 16. April um 15.30 Uhr in La Romola statt. Beginnt am Haus der Verstorbenen. 13. April 1944. Okay. Ach, hier oben habe ich jetzt angeklickt. Unglaublicher Sieg der Luftabwehr. Die kontinentale deutsche Luftabwehr hat in 24 Stunden 179 Flugzeuge abgeschossen. Umfangreiche russische Truppenbewegungen nordwestlich von Jassy. Feindlicher Konvoi zerschlagen. Zwei Zerstörer und sechs Handelsschiffe versenkt. Ob das jetzt was mit dieser Anstalt zu tun hat, das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Erste Verbesserung der Nahrungsrationen. Am 20. April werden die Brotrationen um 50 Gramm pro Tag erhöht. Ein zusätzliches Kilogramm Suppenprodukte pro Tag. Reform der Behandlung von Landarbeitern und außenplanmäßige Ausgabe von Marmelade. Okay. Brutaler Mord in San Casciano. 14. April 1944. Guila K., eine junge Frau aus gutem Hause, wurde nahe ihres Zuhauses brutal ermordet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine politische Motivation wird nicht ausgeschlossen. Oh, jetzt kann ich es doch ganz aufmachen. Okay. Aber da scheint jetzt so nichts drin zu sein, was jetzt irgendwie von Interesse ist. Ach so, ich stand im Weg. Okay, verstehe. Gut. Gut, wir wollten uns ja nur mal kurz hier umsehen. Da ist nichts drin. Aber das sieht alles doch sehr, sehr verlassen hier aus. Also ich dachte jetzt eigentlich, dass wir jetzt hier eine Story in der Nervenheilanstalt mitmachen. Können wir das öffnen? Wie soll ich denn dann da rein? Kann man hier irgendwie durch? Hallo? Guten Tag. Achso, F. Ja, sollte ich vielleicht wieder ausmachen. Ah, jetzt. Okay. Keine Ahnung, warum ich so nah dran stehen muss. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ja. Das ist jetzt die Sache natürlich mit der Musik. Ich hätte es jetzt aus lizenzrechtlichen Gründen ja, normal natürlich und klasse gefunden, wenn wir die aus hätten stellen können. War das Deutsch? Town of Light. Jetzt fängt es erst richtig an. Vögel sind auf jeden Fall noch hier. Hier ist ein Loch drin. Ist denn hier irgendwas Nützliches hinter? Das ist quasi nur die andere Seite. Hätten wir hier vielleicht auch reingekonnt, ohne die Tür zu öffnen. Doch sehr, sehr stark nach Lost Places aus. Die Zeit. Die Erinnerung. Ich verstehe sie gar nicht so wirklich, weil die Musik so laut ist. Ist da irgendetwas in der Ecke? Das ist alles nur zugewuchert, ne? Ah, sehr schön. Ich dachte jetzt schon, die Musik begleitet uns jetzt während des ganzen Spiels. Das wäre natürlich blöd gewesen. Ist denn hier draußen noch irgendwas oder können wir direkt reingehen? Ich denke mal, wir können direkt reingehen.
Hier ist noch eine Nebentür, so wie es aussieht. Sollte das eine Klingel sein? Ich weiß es nicht. Hier machen wir mal Licht an. Hier ist doch ziemlich düster. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, was ich hier eigentlich machen soll. Kann man die... Es gibt keinen Strom. Der Hauptschalter befindet sich neben der Abteilung für ruhige Patienten. Okay. Ruhige Patienten sehe ich hier nirgendwo. Doch, Moment. Abteilung ruhige Geisteskranke. Das ist die 7. Ja. Wo bin ich denn jetzt gerade? Wenn ich das wüsste, glaube ich, wäre das Ganze einfacher. Ich weiß nicht, ob ich der rote Punkt... Das bin ich ja jetzt. To say out, keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich der weiße Punkt. Ach so, genau, das hier ist hier die Haupthalle. Vielleicht bin ich doch der... Ja klar, du bist hier. Ach, da steht es doch ganz groß in Rot. Ja, super. Okay, Abteilung ruhige Geisteskranke ist dann links von mir der Gang oder so. Okay, nein, ich wollte eigentlich nur hier raus. Ich wollte jetzt nicht ins Menü rein. Gut. Ja, wer es nicht weiß... Okay, ich wollte es eigentlich ganz aufmachen. Wer es nicht weiß, ich habe in meinen jungen Jahren sozusagen, also doch vor einigen Jahren, habe ich nämlich Lost Places mit Vorliebe fotografiert. Und deswegen erkenne ich sowas sofort wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre so happy gewesen, so einen Lost Place hier zu finden. Ja, was haben wir da? Telegramm, Volterra am... Bitte informieren Sie alle Angehörigen im Falle des Todes von und fordern Sie zur Übernahme der Bestattungskosten auf, da der Leichnam sonst zu Studienzwecken nach Pisa geschickt wird. Kosten 100, Direktor S. Der Leichnam, okay. Schade, dass man das doch jetzt, konnte ich so ein bisschen drehen. Okay, aber die kann ich mir nur angucken, da kann ich jetzt so nichts mehr machen. Dann haben wir hier noch ein Bild. Okay. Ist jetzt nicht so viel drauf zu sehen. Das wird wahrscheinlich dann diese Anstalt sein. Da gibt es noch eine Frau. Ist das ernsthaft dieser Komplex? Ist das so groß? Ich kann mir das... Ja doch, ich kann es mir schon vorstellen, aber... Liste der Gegenstände in Patientenbesitz bei Aufnahme, Wohltätigkeitsstiftung, Nervenheilanstalt, Verwaltung, Liste der Artikel an Kleidung und Schuhwerk, Bargeld, Karten und weitere Wertgegenstände bei Aufnahme in die Anstalt zur Beobachtung. René, den 12.03.1938. René kommt mir jetzt so bekannt vor. Ich glaube, im Hauptmenü stand irgendwas mit Renés Akten oder sowas. Also wir sind anscheinend René. Vielleicht ist das jetzt ein Trip in die Vergangenheit, dass wir hier irgendwas über uns selber rausfinden sollen. Nähere Informationen über Kleidung, Bargeld, Wertgegenstände, Karten und weitere Gegenstände, Notizen. Pullover, Hemden 1, Unterwäsche 1. Was, ich habe nur ein paar Unterwäsche. Ein paar Socken, ein paar Schuhe, Windeln, oh, Röcke, Kleider, Hosen, Westen, Jacken, Papiertaschentücher, Stofftaschentücher, Hüte, Mützen, Schürzen, Golfhemden, hallo. Mäntel, Handtücher, Krawatten. Der Assistent, der Direktor. Okay. Da konnte ich jetzt nicht drauf gucken, ne? Nee. Ja, das startet doch ziemlich mysteriös. Zumal wir jetzt auch keine Anleitung bekommen haben, was wir jetzt hier eigentlich sollen. Oder tun sollen. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwo was aus der Ecke gesprungen kommt und mich jetzt gleich erschreckt. Dokument über Patientenentlassung, Wiederaufnahme, Vor- und Nachname Franziska Agostini, Vaterschaft Arduino, Mutterschaft, ja wie auch immer, Familienstand verwitwet, Diagnose Frühform von Demenz, überwiesen von Nervenheilanstalt Rom, Verlegung in die Beobachtungsstation der Anstalt, Entlassung scheint keine gewesen zu sein, weil es nur Atemwegserkrankung stand da eben noch. Okay. Mal hier irgendwas. Also ich glaube, der Punkt, der wird ein bisschen dicker, wenn man was nehmen kann. Aber ich klicke trotzdem mal
vorsichtshalber mit drauf, weil ich das ja nicht immer so mitbekomme. Na gut, hier scheint nichts zu sein. Ich möchte natürlich schon gucken, dass wir so viele wie möglich von den Dokumenten auch finden, die man hier durchlesen kann. Ja, mach das Ding doch einfach zu, Mann. Weil wir ja wissen wollen, was hier eigentlich passiert ist. Ah ja, ist ein Nervenheiland, ist ja klar. Da sind natürlich alles Gitter davor, ne? Das ist schon logisch. Hier sind ganz viele Papiere, aber ich kann hier in keinem der Papiere irgendetwas machen. Das finde ich doof. Ich kann hier nichts mehr lesen und nichts. Da ist noch was. Ah, hier ist noch was. Oh, 1 von 8. Okay, ich muss 8 Seiten auf jeden Fall finden. J zur Zusammenfassung. Erlebnisse, Renés Tagebuch. Ja, wir sind also definitiv René. Erinnerungen, keine Erinnerungen. Renés Tagebuch. Aus Stimme. Einstimme. Aha. Okay, also Tagebuch können wir jetzt nicht wirklich viel mitmachen. Können wir hier unten? Ah. Okay. Steht aber nicht viel drin. Ja gut, das ist dann die andere Sache. Erlebnisse. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre doch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Ach, das sind die Sachen, okay, verstehe, die sie dann selber vorliest, das Mädel, was hier spricht. Wer auch immer das sein mag. Es ist nicht Alice, habe ich dann festgestellt. Ja, jetzt haben wir natürlich die Karte nicht. Wir sind hier reingekommen. Das Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Hier sollte man das doch anstellen können, oder? Ha, habe ich jetzt das Licht angemacht? Also die Lichtschalter? Mal gucken. Hier können wir rein. Okay. Sieht so ein bisschen kirchenmäßig aus. Ach, da können wir was anklicken. Ach, das ist ein Projektor. Okay. Das ist aber das gleiche Bild, glaube ich, was wir schon mal gesehen haben. Also müsste das theoretisch ja die Anstalt hier sein. Kann man hier noch irgendwas machen? Nicht wirklich. Okay, was ist das? Das ist auch wieder die Anstalt, so wie es aussieht. Doch. Ja, gut, wird wohl alles die Anstalt sein, nehme ich mal an. Ist das ein Fahrrad? Oder ein Rollstuhl oder sowas? Oder so ein Fahrrad mit 2 Rädern hinten, ein Rad vorne? Ich weiß es nicht. Oh, wir haben einen Aufstuhl, glaube ich. Aufzug, glaube ich, gefunden. Da werden wir gleich auch mal versuchen, hochzufahren. Falls wir jetzt wirklich den Strom angemacht haben. Was ist denn das hier? Riesenkäfig, alles voller Blut. Es ist nicht verboten. Lass uns Charlotte finden. Lass uns Charlotte finden. Sie ist allein im Dunkeln. Also Charlotte ist ihre Puppe, glaube ich. Da kann ich noch nicht durch, oder wie? Okay. Ja, wir müssen Charlotte finden. Die Frage ist sie oben oder unten? Oh mein Gott, das sieht hier aus. Die haben ja gewüstet. Ich meine, das ist so ein typischer Lost Place. Da wird ja überall gewüstet und es sieht alles total dreckig aus. Und es ist dann auch alles dreckig. Volterra, 12.04.1926. Irene E. in K., 26 Jahre. Die Frage befindet sich im Zustand großer Unruhe. Sie verflucht ihre 13-jährige Tochter dafür, dass sie ihr Leben zerstört habe. Sie wollte uns fortschleppen, dieses verdammte Kind, wollte uns töten. Sie ist der Teufel, sagte ich. Sie ist der Teufel höchstpersönlich. Sie hat mir die Fähigkeit genommen, Leben zu schenken. Sie hat ihre Schwester in Schweigen gehüllt. Schweigen ist unheimlich. Die Mutter sagt, dass ihr
Ehemann Erich K. aus Sorge über ihre Tochter einen Arzt angerufen hat, der die Verfassung der Frau bemerkte und eine potenzielle Gefahr für die Tochter feststellte. Er leitete umgehend eine Einweisung ein. Die Frau wurde zur Beobachtung in ein Einzelzimmer eingewiesen, aber nicht, weil sie gefährlich war, sondern wegen ihrer Gesellschaftsklasse. Es schien die angemessene... Versuchen wir es in einem der Untersuchungsräume im ersten Stock. An der Wand hängen Schilder mit dem Namen der Bereiche der Nervenheilanstalt. Okay, dann gehen wir gleich in den ersten Stock. Darf ich noch zu Ende lesen, bitte? Die Frau wurde zur Beobachtung in ein Einzelzimmer eingewiesen, aber nicht, weil sie gefährlich war, sondern wegen ihrer Gesellschaftsklasse. Es schien die angemessene Wahl. Die Mutter hat dieser Anstalt eine großzügige Spende zukommen lassen, um ihrer Tochter eine angemessene Unterbringung zu ermöglichen. So, und jetzt haben wir quasi selber gesagt, können wir das jetzt machen? Ist immer noch kein Licht, oder? Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal in den ersten Stock. Soll ich diesem Ding trauen? Nee, das ist auch gar nicht unten, ne? Kann man da drauf? Okay, also scheint aber zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich lieber die Treppe nehmen soll. Ob ich jetzt hier gleich hängen bleibe. Wir versuchen es mal. Gehen wir mal in den ersten Stock. Ich als alte Resident Evil-Spielerin mag sowas ja gar nicht. Was ist das denn? Okay. So, sie soll irgendwo im ersten Stock sein. Wir wissen natürlich nicht wo. Ich würde gerne ganz am Rand irgendwo anfangen. Da komme ich wieder nicht rum, okay. So. Können wir hier rein? Aber ob hier eine Puppe drin ist, ich weiß nicht. Was ist denn das? Auf jeden Fall sind das irgendwelche Röntgenaufnahmen von den Gedärmen. So wie es aussieht. Was ist das denn? Ein Finger gebrochen oder was? Vom Kopf. Hier ist eine Durchreiche. Oh Gott, sieht ja richtig schlimm aus hier. Dokument über Patientenverlegung. Nervenheilanstalt, Verlegungsvor- und Nachname. Fati Clemente. Achso, Nachname Fati wahrscheinlich. Clemente, Vaterschaft. Das ist alles so hintereinander geschrieben. Luigi verstorben, Geburtsort, Alter 37. Aufnahmedatum 7. Juli 1937. Es tut mir auch leid, ich bin immer noch ziemlich krank. Oder schon wieder, oder wie auch immer. Deswegen lässt meine Stimme immer wieder nach. Oh, was ist das denn? Das ist dann die Anleitung dafür, wie man am Körper rumschnibbelt und Körperteile abtrennt, oder wie? Eieiei. Passiert hier irgendwas, wenn ich hier was mache? Ich bin ja Frau, ich muss ja alles mal anfassen, ne? Also hier tut sich nichts. Ich hoffe, das waren jetzt die Geräusche von meinen Schuhen. Das ist dann die Anleitung, wie man Stempel unter die Haut in den Kopf von jemandem macht, oder wie? Nein, aber, also die werden wohl den Kopf irgendwie aufgeschnitten haben, aber das sieht irgendwie sehr, sehr seltsam aus. Was ist das für ein Ding? Kann ich nichts machen, okay. Kann ich anklicken? Oh. Okay. Das wird dann wohl eine Erinnerung sein, nehme ich mal an. Da ist auch keine Puppe versteckt, schade. Na gut, oder halt auch nicht. Moment, von da kam ich. Guck mal, als nächstes mal hier. Oh, da ist eine Puppe. Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll.
Charlotte ist nie was Böses passiert und ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen. Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben. War es nicht wert, geliebt zu werden. Okay. Es ist jetzt kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Das ist jetzt schon ein bisschen creepy. Also sie scheint diese Puppe wirklich zu lieben. Ich meine, sie streichelt da ja so liebevoll über den Kopf und über die Brust und so. Oder Bauch oder wie auch immer. Aber das Ding sieht wirklich sehr, sehr creepy aus. Und ich hasse sowas, ehrlich gesagt, grundsätzlich in Spielen. Ist das jetzt, wie man im Mundbereich was aufschneidet? Oder Gott. Also das sieht schon alles sehr verstörend und sehr creepy aus. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.